Ob es darum geht, Antworten zu finden oder sich einfach auf ein Abenteuer einzulassen. Beim Weitwandern kreuzen sich die Wege der Seele mit den Wegen der Welt. Barbara Kalich. Talk um 4. Das Naturerlebnis ist intensiv, die Herausforderungen allerdings auch. Meine Gäste berichten von der Faszination des Pilgerns. Herzlich willkommen Ihnen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich veränderte mich positiv, genieße mein Leben nun in vollen Zügen und bin dankbar für alles. Das sagt Mario nach seiner Reise auf dem Jakobsweg, auf der er gelernt hat, wieder zu sich selbst zu finden. Man verlässt seine gewohnte Umgebung und hat keine Vorstellung, was einen erwartet. Jeder Schritt bringt dich weiter ins Unbekannte und man weiß nie, was man als nächstes erleben wird, schwärmt David. Er legt während seiner Pilgerreisen täglich bis zu 70 Kilometer zurück. Dabei ist er 12 Stunden unterwegs und das sogar nachts bei Mondschein. Michaela war schon in Italien, Deutschland, England, Irland und Österreich unterwegs. Daraus hat sie gelernt, dass Wallfahrten Menschen verbinden. Deswegen hat sie den österreichischen Frauenpilgertag ins Leben gerufen, der seit 2019 viele begeistert. Christoph hat schon 15 Pilgerreisen absolviert. Jetzt weiß er, warum gerade die richtigen Schuhe so wichtig sind und warum man auch nie mit frisch gewaschenen Socken starten sollte. Pilgern ist nicht nur für religiöse oder spirituelle Personen, sagt Tina, die wegen ihrer Abenteuerlust den Jakobsweg zu Fuß und mit dem Fahrrad bewältigte. Und Anita befand sich in einer Lebenskrise, als sie sich auf eine 5-wöchige Pilgerreise begab. Sie wollte alleine sein, niemanden kennenlernen. Doch was tun, wenn gerade dann der Traummann erscheint? Deine Geschichte hebe ich mir ein bisschen auf. Ich möchte gern beginnen, Mario, David, was euch motiviert hat, mit dem Pilgern zu beginnen. David. Bei mir geht es weit zurück in die Jugend. Mein Firmenpate war oder ist mein jungscher Leiter gewesen. Er hat mich damals schon fasziniert. Ich habe gerade beim Reingehen Königlberg am ORF mir erinnert, dass ich vor 40 Jahren das erste Mal, das einzige Mal bisher da war, weil er uns als Gruppe, als jungscher Gruppe daher gebracht hat und uns ein bisschen gezeigt hat, wie Fernsehen funktioniert. War eine schöne Erinnerung jetzt beim Reingehen. Und er hat mir noch was anderes gezeigt, nämlich Assisi. Das war das Firmengeschenk, den Franz von Assisi, den Franziskus, seine Geschichte. Und das hat mich dermaßen beeindruckt, dass ich Lebenskrise, hast du ist vorher erwähnt gewesen, dass ich in einer persönlichen Lebenskrise, meiner Lebenskrise, mir an diesen Franziskus erinnert habe, an Assisi erinnert habe, dass ich ein einziges Mal dort war und habe beschlossen, zu meinem 50. Geburtstag von Florenz nach Rom zu gehen und an Assisi vorbei, da führt der Weg. Und so hat es mit spät in meinem Leben mit den Pilgern begonnen und mit Geschichten, die so das Pilgern überhaupt erst ermöglichen. Aber du gehst tatsächlich bis zu 12 Stunden und 70 Kilometer, du gehst schnell. Ja, also ich glaube nicht schneller wie andere, glaube ich zumindest. Ich bin ein Einzelgänger, wenn ich am Wandern bin, eben weil ich eine eigene Geschwindigkeit habe. Aber es hat eher damit zu tun, dass ich, nachdem ich in Rom war, mir beide Fersen gebrochen gehabt habe, ist eine eigene Geschichte. Nicht beim Pilgern, bei einer Geschäftsreise. Und war dann so froh, wieder wirklich, also buchstäblich, wieder gehen zu können, dass ich dann immer weitere, und es war dann Lockdown, immer weitere Wege gegangen bin, der Traun entlang, der Donau entlang. Und ich habe dann festgestellt, ich komme nie an meine Grenzen, ich konnte immer weitergehen. Und jetzt weiß ich mittlerweile, an die Grenze gehen heißt so 60, 70 Kilometer am Tag. Und das nicht immer alleine, also alleine als Mensch, aber begleitet wirst du oft von vierbeinigen Personen. Ich bin den Johannesweg gegangen, der ist im Mühlviertel, das ist ein 480 Kilometer Rundwanderweg. Gibt es erst seit 2012, also ein bisschen öder wie
deine Pilgerinitiative mit 2019 und bin den ersten Tag 50 Kilometer gegangen. Es war nur neblig, das war am 5. Dezember, also ich bin relativ spät im Jahr alleinig losmarschiert und am ersten Tag mit dem Nebel überhaupt niemanden gesehen oder getroffen. Wirklich hat zu mir gekommen, in einem Bauernhof übernachtet und am nächsten Tag, wo ich losgehen wollte, war die komplette Landschaft eingeschneit. Das war ein Winter-Wonderland, durch das ich dann durchmarschieren habe können, mit Schnee bis zu die Knie, die falschen Schuhe ausrutschen. Und ich habe dann noch 10 Kilometer, 7, 8 Kilometer beim Bauernhof, wo ich aufgehört müssen, einen Hund kennengelernt. Das ist mein Gegenkommen, der Hund. Hat sich offensichtlich total gefreut, dass da irgendwer vorbeikommt an dem Tag. Und hat dann angefangen, vorauslaufen. Ich habe ein paar Fotos gemacht für die Rinder. Es hat da Galloway-Rinder gegeben mit Ziege, gerade das ist der Hund. Und der Hund läuft dann voraus und spurt ein bisschen den Schnee. Und was soll ich sagen? Der Hund ist bis nach Bierbach über 30 Kilometer bis zu meinem Auto, bis zum Ende dieser Pilgerreise mitgegangen. Ist mir nicht mehr von der Seite gewichen, ist vorausgelaufen. Beim Herfahren habe ich mir noch gedacht, eigentlich hat der Hund mehr wie 30 Kilometer gemacht, weil der Hund ständig eine in den Wald und aus und wieder eine. Also hat noch mehr Kilometer gemacht als wie zu Fuß. Da ist sie vorausmarschieren. Und das Schöne war einerseits, dass der Hund bei mir war. Auf der anderen Seite habe ich nicht gewusst, wie der Hund heißt. Also rufen oder ich habe dann gegen Schluss gemerkt, dass der Hund auf Autos allergisch reagiert. Ich habe alleine aus einem Weidezaun irgendwie bastelt, damit man nicht auf die Straßen rennt und auch auf die Bundesstraßen rennt, wo das Auto auf dem Parkplatz gestanden ist. Und dann habe ich nicht gewusst, was ich mit dem Hund machen soll. Also ich kann nicht einfach den Hund mit heimnehmen. Habe mich erinnert, dass ich ein Foto gemacht habe und dass man nachschauen kann. Ich habe nicht mehr gewusst, wo das war, also wo ich den Hund, wo der Bauernhof war. Ich habe dann am Handy nachgeschaut, wo ich das Foto aufgenommen habe, gewusst, ich muss dort hinfahren. War schon stockdunkel und es war der 6. Dezember und ich komme zu dem Bauernhof, also Anhöhe auf und dann steht schon die Familie heraus, Vater, Mutter, die Tochter mit 6 oder 7 Jahren, die haben gesehen, da kommt ein Auto und habe gehofft, das ist der Hund. Und ja, und dann bin ich dahergekommen, wieder Nikolaus mit dem Hund, der den ganzen Tag nicht da war. Und dann habe ich auch noch gefragt, wie der Hund heißt. Und der hat einen Namen gehabt von meiner Schwester Susi, die vor ein paar Jahren verstorben war. Und das war, ich bin heimgefahren, das war unglaublich, dass da mich jemand begleitet hat, einen Tag lang. Und so heißt wie meine Schwester. Ja, das war wirklich schön. Es ist total berührend. Ne? Diese Momente, diese Erlebnisse werden wahrscheinlich viele von euch gehabt haben. Mario, du bist ja ein bisschen weiter. Also Johannesweg ist in Österreich, ist ein Heiliger. Aber Santiago de Compostela, der berühmte Jakobsweg. Ja, gibt ja viele. Gibt viele, genau. Es gibt viele. Also ich habe mir Portugal ausgesucht. Ich habe zuerst ein bisschen die Geländeerhebungen angeschaut und habe gesehen, der ist relativ flach. Da haben wir gedacht, also zum Einsteigen passt das absolut. Das waren dann letztendlich 650 Kilometer in knapp 4 Wochen, also von Lissabon, Portugal durch bis Santiago de Compostela. Mhm. Aber vielleicht zum Anfang an 2009, weil wir geredet haben, dass es jede Krise auch, man sagt auch, eine Chance ist. Mir hat es 2009, 2010 ein bisschen gestrauchelt im Leben. Da hat es mir ein bisschen. Und wollte damals den Jakobsweg gehen. Beruflich, privat oder gleich alles zusammen? Ja, wir nachher alles zusammen. Okay. Wir nachher alles zusammen. Jakobsweg gehen und bin damals zu meinem, weiß ich noch, Therapeuten gegangen, voller Freude und habe mir gedacht, den erzähle ich jetzt gehe auf den Jakobsweg, wie geht es wieder besser? Hat er mir angeschaut, hat er gesagt, aha, ja, gut, wenn es deinen Weg gehst, passt total. Aber du brauchst eigentlich nur die Haustür aufmachen und vor die Tür rausgehen und losmarschieren. Der hat mir in dem Moment nachher die Lust genommen und habe mir gedacht, der sollte mich eigentlich unterstützen. Und hat mich irgendwie gebremst. So, und das ist seit 2010 liegen geblieben. Und ich habe mir geschworen, sollte jemals wieder so eine Situation einkehren, wo ich merke, es geht mir nicht so gut oder ich muss aufpassen, dann mache ich das. Und so war es 2022 im September. Innerhalb von einer Woche alles abgebrochen und für 4 Wochen weg. Und vorbereitet? Hast du dich wie? Wie bereitet das? Das habe ich schon 2009 gemacht. Schon? Ja, der Rucksack war schon gepackt? Der war so quasi gepackt. Ja.
Ja, also in dieser Woche, ich habe mich auf alles eingelassen. Ich habe nicht wirklich geplant, weil ich von Haus aus ein kreativer Mensch bin und mir gedacht, ich komme überall durch. Also egal, was mir passiert, mir kann nichts passieren. Also ich frage mich weiter, ich händel mich weiter. Also das war für mich eine pure Überraschung und ich habe mich wirklich darauf eingelassen. Und das war ja das Tolle dann an diesem Weg, was nicht alles passiert. Bist du das erste Mal gegangen? Ich bin das erste Mal gegangen, ja. Obwohl der Arzt damals gesagt hat, ich kann ja, nachdem ich in Klagenfurt wohne, nach Tafis runterspazieren auf eine Pizza und dann wieder zurück. Dann weiß ich erstens einmal, ob ich gehen mag. Zweitens schaffst du es in fast einen Tag. Mhm. Ja, jedenfalls, ich habe mich für die große Variante entschieden und bin auch die 600 Kilometer. Und sockentechnisch, wie der Christoph sagt? Sockentechnisch muss ich sagen, da gibt es wirklich eine Geschichte auch und das macht man nur einmal. Gell? Mhm. Also ich habe mir statt abends immer die Füße massiert und mit einer Erfrischungscreme eingecremt, habe ich es einmal vergessen am Abend, habe es früh morgens gemacht. Fehler? Schwerer Fehler. Also die Socken waren nachher nicht mein Partner auf den ersten 5 Kilometern, bis ich es dann verändert habe. Wieso, Christoph, muss man die alten Socken, also die nicht frisch gewaschenen, müssen ja nicht alt sein, aber nicht frisch gewaschen? Nicht frisch gewaschen. Jetzt bin ich kein Chemiker oder Physiker, dass ich dir das wirklich fundiert wissenschaftlich erklären kann. Aber das reibt durch das, ja. Ich glaube, dass die Fasern nur aufstehen, nachdem sie gewaschen sind, und das reibt dann stärker. Und wenn du aber schon mal gescheit reingeschwitzt hast oder ein bisschen getragen hast, das Ganze, dann ist das weicher auf der Haut und dann kommt es nicht so leicht zu Blasen und irgendwelchen Reibungen im Fußbereich. Im Gegensatz zu deinen Vorrednern hast du dir nicht viel Gedanken gemacht beim ersten Pilgerweg, ne? Das hast du nicht so ernst genommen. Was hast du nicht so ernst genommen? Gar nicht ernst genommen. Gar nicht ernst genommen. Meine erste Pilgerreise, die war ja 2008 beim Vorflohmarkt in Schwarzach war ich. Und da habe ich 20 Bücher mit heimgenommen, weil das tue ich immer beim Flohmarkt, weil es für einen guten Zweck ist. Ich lese den nicht, ist eh klar. Wer soll man denn so viele Bücher lesen? Und da war halt ein Buch dabei, Franziskus Weg. Und man denkt, die nehme ich auch mal mit, weil vielleicht mache ich das irgendwann in der Pension oder so. Und das war 2008. Und ich hätte aber nie gedacht, dass ich das echt einmal mache. Das war halt so, weil zu Fuß geht, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich bin ja kein Wanderer oder so irgendwie. Das plane ich nicht und das will ich auch gar nicht. Hat mich nie so wirklich gefreut. Und dann ist halt dann tatsächlich dazu gekommen, dass ich dann zu einem Freund zu mir irgendwann einmal gesagt habe zu meiner Frau, ah, wisst ihr was, jetzt gehe ich einmal irgendwo zu Fuß hin, weil da haben wir es auch, weil so komisch und so, jetzt gehe ich das irgendwann einmal. Und dann haben sie gesagt, ja, geh. Und dann habe ich gesagt, ja, das tue ich. Und ich bin nicht gegangen, das tue ich ja nicht. Also das war nur so lala. Und dann bin ich beim Skifahren, hat es mich einmal so zerrissen, dass ich mir das Kreuzbandel gerissen habe. Und dann habe ich mir gedacht, und jetzt tue ich es. Das habe ich auch nicht getan, weil mich gefreut hat das eigentlich eh nicht. Und schlussendlich ist dann auch so gewesen, dass dann Papst Franziskus gekommen ist. Und jetzt bin ich bei den Franziskanern und bei Franziskus. Und dann habe ich mir gedacht, na schau, die haben Urbiet, Orbi wollte ja irgendwann einmal sein. Und ich habe Osterferien als Lehrer. Ah, das muss ich jetzt irgendwie verbinden an Franziskus Wirkungsstätte in Assisi. Und da weiß ich, den Franziskusweg habe ich im Hinterkopf gehabt. Das konnte ich einmal machen. Das hat aber dann auch noch ein paar Jahre gedauert. Und schlussendlich bin ich dann Silvester bei uns im Pub gesessen in St. Veit im Bonga. Und sagt zu meinem Freund, den Ritschi, heuer in die Osterferien, das war schon später, sagen wir mal, am 1.1. schon. Und dann sage ich zum Ritschi, ich tue das jetzt. Mhm. Ich gehe jetzt wirklich Assisi rum. Das mache ich zu Hause in die Osterferien. Und der Ritschi geht dann her und tragt im Handy bei seiner Firma einen Urlaub ein. Und man denkt, na, was tut der Wahnsinnige? Jetzt muss ich wirklich gehen. Gell? Aber Ritschi, vielleicht geht er eh nicht, weil so ernst nimmt er das auch nicht. Und dann komme ich in die Schule zurück, ich sage zu meinem Freund und Kollegen im Bertel, ich tue das. Und beim Bertel habe ich gedacht, der tut das sicher nicht, weil das so dahin hatschen und so in Rom, weil das kennt er schon alles, weil Weltenreisender ist. Und sage, wow, passt, ich gehe da auch mit, plan du das, mach du das. Und planen. Ich habe ja alle nur gehofft, dass wir nicht gehen müssen, bin dann voll Skifahren gegangen, ja. Bin gesprungen, voll raus. Und ich habe mir nichts gerissen. Und dann ist halt Osterferien geworden und dann habe ich gehen müssen. Und dann sind wir da mit Nachtzug runter bis Assisi und von Assisi dann über viele verschiedenste Wege und ja, nicht nur zu Fuß, sondern verschiedenste Optionen haben wir gezogen, sage ich einmal, um irgendwie nach Rom zu kommen. Also auch ein Gefährt, das motorisch betrieben wird. War auch dabei, ja? Anscheinend, ja. Ich erzähle ein bisschen was, aber nicht zu viel, weil ich habe ein Pilgerkabarett aus dem dann gemacht und ich will nicht zu viel vorgreifen. Aber wir haben tatsächlich am Weg von Assisi bis Rom schon viele Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Vor allem in Rom haben wir viele Kilometer zu Fuß zurückgelegt.
Und haben es aber auch tatsächlich mit viel einheimischen Support und viel so nette und lustige Begebenheiten, auch mit Rettung und Blasen und Faserrisse und was der Geil. Aber die Knie haben gehalten. Ja, ich war ja nie irgendwo in der Vorbereitung. Ich habe ja nicht vorbereitet, weil ich nie geklappt habe, dass ich tatsächlich irgendwann einmal gehe. Das ist halt dann tatsächlich passiert. Und wir sind tatsächlich am Ostersonntag am Abend dann nach dem Urbiet-Abi wieder heimgekommen. Aha. Aber man kann ja theoretisch, Tina, ja auch mit dem Rad pilgern. Die meisten glauben ja, man muss zu Fuß gehen, ne? Genau. Also ich bin auch zu Fuß gegangen, aber ich bin dann 2 Jahre später auch mit dem Rad gefahren. Genau, bin von Österreich weggefahren. Kann man natürlich auch, gell? Auf meiner Reise, wo ich zu Fuß gegangen bin in Spanien, habe ich eben auch viele Radfahrer getroffen. Und ja. Mir hat der Jakobsweg, wo ich zu Fuß gegangen bin, das hat mir halt wirklich gefallen. Gell? Und, was ist der Unterschied zwischen Radfahren und zu Fuß gehen? Na, also nicht so jetzt, aber wirklich viele, viele Unterschiede. Mir persönlich, muss ich sagen, hat das zu Fuß gehen besser gefallen. Ich habe mehr Erlebnisse gehabt, mehr Begegnungen vor allem. Das war das Tolle daran. Das Radfahren. Ja, ich bin entlang des Pilgerwegs immer gefahren, ich bin den Jakobsweg gefahren, das kann man so sagen, nach Santiago. Aber die ganzen Begegnungen, alles, was mir der Jakobsweg zu Fuß gegeben hat, das habe ich nicht gehabt mit dem Rad. Also und alleine bist du gegangen und gefahren? Ich bin alleine gegangen, gefahren bin ich auch alleine bis nach Spanien und dann ist mein Papa nachgekommen. Der ist mit dem Flugzeug hingeflogen, dann sind wir die letzten Kilometer noch gemeinsam gefahren. Wie viel, 2 oder 3? Kilometer? Ja, oder? Nein, wie viel ist der Papa dann gegangen und gefahren? Gefahren ist er 700 dann nur mit mir. Ah, doch so viel? Ja, ja. Also ich dachte, der ist die Letzten, der ist gekommen. 700 Kilometer. Kilometer. Ja. Sind wir gemeinsam dann gefahren mit dem Rad, genau. Okay. Ja, genau. Und war es ein erhabenes Gefühl? Wie war das, dort einzuschreiten? Nach Santiago selbst in die Stadt? Erhebend, nicht erhabend. Also ich muss schon sagen, wo ich zu Fuß unterwegs war, habe ich wirklich viele Leute kennengelernt. Ich war die meiste Zeit mit 2 Mädels unterwegs, die ich auch am Weg kennengelernt habe. Ein Mädel aus Mexiko und eine aus Korea. Und das war schon, also wenn du einiges in diese Stadt und einmal die Ortstafel siehst, das ist natürlich super, oder? Und da kommst du immer näher zur Kathedrale. Gleichzeitig kommen, also mir ist das so vorgekommen, kommen halt auch immer mehr Leute an, die du irgendwo am Weg einmal getroffen hast. Und ja, ist es euch da so gegangen? Genau so, ja. Und genau, und dann stehst du vor der Kathedrale oder liegst vor der Kathedrale und genießt einmal den Tag. Und du bist von daheim weggegangen? Und, von den Pyrenäen weggegangen. Mhm. Und gegangen bin ich nur den spanischen Weg. Genau. Wie viele Kilometer sind das oder was? Zeit? 720 waren das in Spanien. Ich habe dann, weil du es so angesprochen hast, also in Santiago, bei der Ankunft quasi, habe ich einen Deutschen kennengelernt und wir haben spontan entschieden, dass wir am nächsten Tag nach Portugal fahren mit dem Bus. Weil wir beide halt kein Rückflugticket gehabt haben. Und bevor es jetzt nach Hause geht, haben wir uns gedacht, ja, wir fahren nach Porto. Und dann sind wir von Porto den Jakobsweg wieder aufgegangen nach Santiago. Und dann nur ans Meer halt, diesen Camino Finisterre. Genau. Also ist aber nicht nur die Kathedrale schön. Jetzt habe ich es richtig verstanden. Also da bist du angekommen, dann hast du jemanden kennengelernt, dann bist du wohin gefahren und dann gleich wieder zurückgegangen. Genau. Also ein bisschen das ist viel Zeit. Und dann, naja, da muss man auch sagen, also über Anfang 20, ja, ich habe meinen Job gekündigt gehabt. Ich war davor ein paar Monate in Neuseeland und in Australien und habe dann auch ein bisschen eine Krise gehabt. Das war der eigentliche Grund, warum ich den Jakobsweg halt besser... Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, als dass man was findet, was einem dann taugt, wenn man sich auf den Weg macht. Und hattest du dann die Antwort bekommen? Ja. Also ich habe dann zumindest meine Matura fertig gemacht. Genau. 2 Jahre später allerdings, also 2 Jahre später habe ich mir gedacht, ich muss den wieder machen, den Jakobsweg. Das hat mir so viel gegeben und ich habe so viele Erkenntnisse und über mich selber gelernt. Nur habe ich mir gedacht, eine Sache zweimal machen, das ist ja auch langweilig. Und das Lustige ist, ich habe bei der Barbara Kalich Show ein Pärchen gesehen aus Wien, die haben ja eine Hochzeitsreise, sind sie mit dem Rad von Wien nach Singapur gefahren. Das ist vor 10 Jahren gewesen. Also, und da war ich irgendwie inspiriert. Und dann habe ich mir gedacht, so mit dem Rad nach Singapur, ist ein bisschen weit, aber halt nach Spanien, da kenne ich schon ein bisschen den Weg und die Infrastruktur dort. Und das
habe ich mir gut vorstellen können, jetzt habe ich das gemacht. Es freut mich sehr, dass du so als junges Mädel. Ja, das war Zufall, aber ja, das habe ich wirklich inspiriert. Also ich habe auch so eine Hochzeitsreise gehabt. Nur das Spannende war, dass die Braut alleine unterwegs war. Wieso? Gesagt, was macht sie da? Amerikanerin, sagt sie, sie macht ihre Hochzeitsreise. Und ich sage, spannend, wo ist dein Mann? Sagt sie, der mag nicht gehen. Der ist zu Hause. Wirklich? Der ist überhaupt allein, in Amerika geblieben. Der hat allein die Hochzeit, ja, der ist in Amerika geblieben, der hat allein die Hochzeitsreise. Das kommt gleich in den Kabarett. Ja, das ist perfekt. Ja. Michaela, du pilgerst nicht allein. Also während die anderen hin und wieder mal den kennenlernen, pilgerst du automatisch gleich mit der Mama, gell? Genau. Auch. Das war der Beginn, genau. Die erste Pilgerwanderung war gemeinsam mit der Mama. War damals so eine spontane Idee, wo wir gesagt haben, das machen wir, probieren wir mal aus. Und hat sich sehr bewährt, hat uns sehr gut gefallen, allen beiden. Und das machen wir jetzt seit 15 Jahren. Jedes Jahr gehen wir gemeinsam so 4-5 Tage einen Pilgerweg in Österreich. Wir haben angefangen unmittelbar in unserer Heimat. Und jetzt, wo ist das? Ist das oberösterreichische Ennstal. Mhm. Also ich bin in Linz zu Hause, aber ich wollte ein bisschen so auch zurück in die Heimat. Und dann ist ein neuer Pilgerweg dort eröffnet worden und wir haben gesagt, den gehen wir. Mhm. Genau. Und dann sind wir immer weiter. Viele wissen gar nicht, dass Österreich 3500 Kilometer Pilgerwege hat. Wissen viele Menschen gar nicht. Da geht man, fliegt man so weit weg nach Spanien oder Portugal oder Italien auch. Dabei hat Österreich. Ja, und es werden auch immer mehr. Also wir haben tatsächlich Jahr für Jahr wieder ein neuer Pilgerweg eröffnet. Und wir haben immer geschaut, wo gibt es was Neues. Mhm. Weil wir natürlich auch nicht zu weit anreisen wollten, dass es sich gut ausgeht über so ein verlängertes Wochenende wie von Leichnam oder so. Mhm. Genau. Und ja, es gibt tatsächlich in Oberösterreich und in den angrenzenden Bundesländern wunderschöne Pilgerwege. Und dann hast du dir gedacht, jetzt werde ich etwas ins Leben rufen. Ja, das war nicht ich alleine. Mhm. Natürlich habe ich die positiven Erfahrungen beim Pilgern gemacht und ich bin beruflich bei der katholischen Frauenbewegung tätig. Und wir haben so die Idee gehabt, wir wollen irgendwas, was die Gemeinschaft stärkt, was Verbindendes, was viele Frauen in Bewegung bringt, wo man auch Spiritualität auf eine neue Weise erfahren kann, auch eher niederschwellig. Und so im Team ist die Idee entstanden, pilgern. Wir wissen, dass viele Frauen gerne pilgern, wir versuchen das. Und wir wollten dann also an einem Tag in möglichst vielen Regionen Oberösterreichs pilgern gehen, also mit verschiedensten Gruppen, und haben so die Idee gehabt, naja, wenn vielleicht 10 Gruppen dann unterwegs sind werden, sind wir voll zufrieden. Im Endeffekt waren es dann über 20. Und das funktioniert nur, weil es so viele ehrenamtlich tätige Frauen gibt, die da vor Ort den Weg aussuchen, das alles organisieren und dann auch die Gruppe begleiten. Und weil du gesagt hast, zuerst die positiven Begleiterscheinungen des Pilgerns, welche sind das für dich? Also für mich persönlich ist Pilgern eine absolute Auszeit aus dem Alltag. Der ist oft hektisch, der ist schnell, der ist stressig. Und für mich ist das Gehen das Tempo, wo die Seele mitkommt. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, dann kann ich nur so schnell gehen, nur so schnell unterwegs sein, wie ich halt selber kann. Und es beruhigen sich dann auch die Gedanken, es klärt sich, es strukturiert sich, oft so ein Chaos im Kopf. Und, also man bekommt auch Antworten. Schritt für Schritt, genau. Und es ist so ein Achtsamwerden nach außen. Man nimmt den Weg wahr, die Natur, man führt gute Gespräche, aber dann gibt es ja wieder die Zeiten der Stille. Wenn man den ganzen Tag zu zweit unterwegs ist, man kann nicht immer reden. Mhm. Ja, und dann nimmt man zuerst die Umgebung wahr, die Schönheit der Natur, aber auch die Asphaltstraßen und alles, was auch nicht so angenehm ist, die Kläranlage am Ortsrand, wo man vorbeigeht. Und dann führt aber der Weg oder die Aufmerksamkeit auch ins Innere, weil irgendwann schaut man dann nicht mehr nach außen, sondern richtet die Sinne, öffnet es eher nach innen und dann merkt man, was tut sie denn in mir, was beschäftigt mich gerade, was ist denn wirklich da? Also man begegnet sich eigentlich selber beim Pilgern. Oder? Man begegnet der großen Liebe, ne, Anita? Das wolltest du gar nicht. Nee. Du wolltest alles, nur nicht das. Genau das, was sie sagt. Ich wollte mir begegnen und eben für mich Antworten finden in dieser Lebenskrise. Genau. War Liebe schuld an der Lebenskrise? Ja, war die Trennung, oder die bevorstand oder die im Raum stand. Und irgendwie wollte ich dann Antworten finden und auch ein bisschen weg, einfach weg von allem. Ich habe das auch innerhalb von 2 Wochen gekündigt, Zugticket, und bin da dann runter nach Spanien, eben auch von den Pyrenäen nach Santiago gegangen und habe eigentlich alles erlebt, was ihr jetzt auch so beschrieben habt. Dieses ruhig werden, sich selber eigentlich wahrnehmen, weil man ja oft im Alltag
ganz viele Rollen hat. Man ist Tochter, Schwester, Kollegin, Freundin, aber oft verliert man sich oder man weiß vielleicht gar nicht, wer man ist. Wenn man ein schüchtern oder eher ruhiger Mensch ist, das war ich oder bin ich, dann nimmt man sich da gar nicht so wahr. Und dieses, ich bin alleine gegangen und habe da eigentlich, muss ich ehrlich sagen, mich selber ein bisschen entdeckt. Aber dabei ist dir wer aufgefallen. Ja, ja. Es hat dann irgendwer die Finger im Spiel gehabt. Und mein Mann, jetzt heute ist er mein Mann, gell, genau, der Harald, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hat es mich ein bisschen wie vom Blitz getroffen. Also ich habe ihn gesehen und dann habe ich gemerkt, da ist irgendwas, aber ich wollte es ja nicht. Und dann bin ich auch ganz schnell weiter marschiert und habe mir gedacht, nee, das sind die falschen Gefühle. Oder ich laufe jetzt. Ich gehe jetzt, genau. Und man sollte ja glauben, bei 800 Kilometern sollte man sich auch irgendwie aus dem Weg gehen können, aber wir sind uns dann immer wieder über den Weg gelaufen. Mhm. Und von seiner Seite war es dann auch Interesse. Und so sind wir uns immer wieder begegnet, haben gemerkt, dass wir uns gut unterhalten können. Das ist halt auch das Schöne am Pilgerweg. Man ist sehr schnell von den Gesprächen her auf einer Ebene, also man ist sofort bei den Gefühlen, bei das, warum bist du hier? Und da spricht natürlich jeder gleich vom Innersten. Ja. Also da macht man nicht, labert man nicht lang rum oder Smalltalk. Kein Smalltalk, überhaupt nicht. Gell? Gleich hat es einen gemacht. Genau. Und dann verbindet es natürlich. Und wenn man dann vielleicht auch spürt, dass der andere einen versteht und ja, da war einfach, da war was da und das, genau, das hat sich dann entwickelt. Wir sind nie zusammengegangen, wir haben das eigentlich... Was vielleicht ja auch gut ist, nicht? Aber ihr habt euch nicht nur am Abend getroffen. Wir sind da zwischendurch am Tag, haben wir uns mal gesehen, aber dann waren da wieder 8 Tage, haben wir uns gar nicht gesehen. Und dann bin ich mal in Rabanal, war so ein Kloster, da bin ich 3 Tage im Kloster geblieben. Und komischerweise komme ich aus dem Kloster raus, dann steht der wieder vor mir. Also es waren wirklich ganz, ganz schräge Zufälle auch. Und dann war doch diese Geschichte mit diesem Stein. Ja, das glaubt uns sowieso keiner. Weil Alle, die hier sitzen, glauben dir. Ja, es gibt ja dieses Cruz de Ferro, das ist ein Punkt am Jakobsweg. Da ist ein Eisenkreuz und so ein... Das steht auf so einem großen Steinhaufen und da legt eigentlich jeder, der den Weg geht, der nimmt von zu Hause einen Stein mit. Und in diesen Stein gibt er seine Wünsche, seine Hoffnungen, alles rein und die legt er eigentlich an diesem Kreuz ab. Als dann nach dem Weg, wir sind eigentlich dann ein Jahr später zusammengekommen und der Harry ist dann gleich zu mir ins Allgäu gezogen und dann hat er irgendwann diesen Stein bei mir liegen sehen und hat gemeint, wo ich den her habe. Er hat gesagt, den habe ich auf dem Weg, am Jakobsweg gefunden. Und dann sagt er, das ist seiner, den hat er verloren. Okay. Doch. Ja, das ist. Und ja, ich habe es ihm dann nicht geglaubt, aber er hat gemeint, er hat den von seinem Vater bekommen. Und der sieht halt auch aus wie ein Herz, deswegen ist er mir aufgefallen am Weg. Und dann habe ich ihn mitgenommen. Ein Zeichen, ist das nicht schön? Ja, es ist. wie gesagt. Ja, es ist sicher irgendwie ein bisschen Bestimmung gewesen, dass wir uns Das ist wirklich eine Geschichte, die man nicht glauben kann, aber daraus könnte man sofort einen schönen Liebesfilm machen. Ja. Schön. Ja. Und mir hat halt auch diese Entscheidung damals, den Weg zu gehen, hat natürlich mein ganzes Leben verändert. Dadurch auch, dass ich ihn kennengelernt habe, aber auch dadurch, dass ich angefangen habe, meine innere Stimme zu hören. Das war ganz wesentlich, dass ich dann gemerkt habe, was ich eigentlich will und was mir wichtig ist. Und das, was auch ganz wichtig ist oder was mir sehr viel oder sehr klar geworden ist, wie wenig man braucht. Der Rucksack hat 11 Kilo gehabt. Mhm. Ich bin 5 Wochen gegangen. Man braucht eigentlich ganz, ganz wenig. Und natürlich in Spanien ist es so schön, weil man dann natürlich auch immer wieder an Cafés und an Herbergen hinkommt. Da ist es halt alles sehr wie soll man sagen, also man muss es nicht lang suchen. Ich weiß nicht, wie das auf anderen Pilgerwegen ist, ob man da vielleicht suchen muss, ob man Unterkunft findet. Da unten ist ja dann eigentlich in jedem Ort irgendeine Herberge. Gell? Das ist natürlich, da hat man den Kopf auch frei, weil irgendwo findet man... Ja, wie ist das, David, wenn man nicht am Jakobsweg... Ich habe gerade überlegt, am Franziskusweg, du bist von Assisi weggegangen, oder ihr seid von Assisi weggegangen. Ja.
Ich hab nicht vorreserviert gehabt, ich habe nicht gewusst, wo ich übernachten werde oder wie die Infrastruktur ist. Ich habe schon ein Baumzelt mitgenommen. Das ist ein Zelt, das drei. Kennt ihr das? Das hat drei. Die Äste hängt oder wie? Ja. Baumzelt? Ja, es ist etwas, wo man. Also, wo drei Ecken hat, wie ein Dreieck. Beim Kopf schmal zusammenläuft und bei den Füßen ein bisschen breiter ist und dann hat man so etwas wie Slacklines, die man einhängt und dann einen Baum bindet und eine Ratschen und im Endeffekt... Ihr könnt euch das mal anschauen. Im Endeffekt, ah ja, so schaut das dann, super. Ja, genau. Aber, so schaut das dann aus. Es ist, der Vorteil ist gegenüber einer Hängematte, dass man nicht so durchhängt, sondern wirklich flach oder mehr oder weniger flach drinnen liegt. Und ich habe mir das, ohne zu wissen, ob ich es brauchen werde, nicht mitgenommen, weil ich gewusst habe, also ich würde ein bisschen gern von euch hören, wie das so ist, im Kloster zu übernachten oder in der Jugendherberge. Ich habe das Gefühl, wenn ich, ich habe mir gedacht, du sagst das mit den Socken deswegen, dass wenn sie stinken, macht es nichts, wenn du den ganzen Tag drinnen gehst, dann ist es eh schon gestanden. Aber nicht man, wegen man die Blasen. Man braucht eine gute Oropax. Die habe ich, also wenn man im Kloster oder in großen Schlafsälen übernachtet, braucht man gute Oropax, weil sonst hat man... Die braucht man im Wald auch. Ah, die braucht man im Wald auch? Ja, weil da, also ich bin da im Endeffekt an Orten gewesen im Wald, wo ich mich halbwegs sicher gefühlt habe, aber ich auch nicht gewusst habe, gibt es da Viecher, gibt es da Jäger, gibt es da Wildschwein, keine Ahnung. Und irgendwann einmal haben wir dann die Oropax reingesteckt und das war super. Weil wenn du dann im Wald nicht mehr hörst, dann habe ich auch wirklich Also wenn man nachher Sissi geht, gibt es Wildschweine. Da haben wir die Kuh gesehen, genau. Wo sie sich wälzen. Denen möchte ich nicht begegnen. Nein, ja nicht wirklich, aber ich glaube, die gehen einem eh aus dem Weg. Also die Viecher, von denen habe ich gar keine Angst mehr mittlerweile. Ich bin du bist die Reinkarnation von Franz von der Sinn. Nein, das nicht. Nein, so weit geht es nicht. Aber also Wölfe füttern oder was ich schon gelernt habe, ist, und auch Lebenskrise, das in der Nacht gehen, seinen Sinnen zu vertrauen, besser zu sehen, zu hören, dass das und sie trauen dann auch, also ich habe das wirklich für mich gemacht, dass ich mit trau in der Nacht draußen schlafen. Und dann machst du es einmal und ein zweites Mal und ein achtes Mal. Und dann, ich freue mich mittlerweile drauf, wenn ich in der Nacht irgendwo gehe. Oder ich fürchte mich, Mann, dann vor Hund, die nicht angeleint sind. Das ist für mich das Schlimmste. Ob es im Mühlviertel ist oder in Italien, die sind dann alle gleich narrisch. Ich wollte aber vorher noch kurz schlafen und Kloster und in großen Räumen und so. Ich habe das Gefühl, ich stehe wie Wildschwein und ich bin so ein Hund zahm. Ja, wirklich. Ja. Und schlaft dann lieber alleinig. Wie erlebt ihr das ja dann in so großen... Du kommst ja wo an und dann gehst du ja duschen. Ja. Und dann... Aber stinkt wenn du die Möglichkeit jeder. Hast zu duschen... Ja, in den Kloster oder in den Massenherbergen ist eigentlich immer was. Mittlerweile. Die Leute reservieren schon per Handy ihre Plätze. Jetzt kommst du als Pilger hin zur Herberge, glaubst um 14 Uhr, es ist niemand da, super. Ich beziehe gleich ein Bett und trast mir aus, sagen die dort, alles voll. Ach so. Also dieses First Come, First Surf, das schwankt ein wenig. Also die Leute mit dem Handy unterwegs reservieren sich schon die Zimmer oder die Betten. Und du eben nicht? Du hast das Handy bewusst nicht genutzt oder gar nicht mitgehabt? Ich war Handy-Junkie, ich habe es komplett 4 Wochen weg. Mitgehabt hast du schon? Mitgehabt, ja, für die äußerste Reserve, falls was passiert. Mhm. Aber... Deswegen habe ich auch mein Buch geschrieben, weil ich habe am Abend noch nicht gewusst, was tun im Bett. Dann habe ich mir Tagesnotizen gemacht und das Thema habe ich nachher ein kleines Büchel gemacht. Aber das hat mich hat das zum Beispiel das maßlos geärgert. Das ist auch irritierend, weil das ist eigentlich, das ist ein Stress dann in Wirklichkeit. Absolut. Ne? Ein bisschen. Also für mich war es nicht so ein Stress, aber für andere Menschen, die um mich herum waren, die haben gesagt, jetzt aber auch da. Für dich, wenn du hinkommst und du so alles besetzt. Ja, musst du noch 5 Kilometer weitergehen. Ja, also ich bin nächster Ort. Ja, und das ist aber super. So 5 Kilometer weiter, das ist gleich mal eine Stunde dorthin, eine Stunde wieder zurück. Das ist gar nicht so, da kriegt man ein Gefühl für Kilometer und für Zeit, wenn man das machen was muss. Es gab ja damals auch dann die um 5 schon gekrustelt haben und alles zusammengepackt und weil sie Angst gehabt haben, dass sie nichts mehr kriegen. Ja, genau. Stell dir vor. Und ich bin eigentlich auch immer ganz entspannt los, aber das war 2006, wo ich gegangen bin, da war das noch nicht so mit dem... Noch nicht der Hype. Genau. Ja, und auch nicht mit dem, dass man reserviert und jeder mit dem Smartphone. Aber es kommt schon auf die Jahreszeit drauf an. Also im April, vermutlich, okay. Im April war es bei mir auch okay. Mineral bin ich dann im August gefahren. Da war jede Herberge ausgebucht. Und Mineral fährst du natürlich schneller einmal weiter, aber sie haben mich immer weggeschickt. Ich bin immer im Gras gefahren und ich habe Gott sei Dank ein Zelt mitgehabt. Aber ich glaube, es kommt viel auf die Jahreszeit drauf an, wie es ausgeht. Das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel noch nicht den Jakobsweg gegangen bin, obwohl ich schon ganze Pilgerwege ausprobiert habe,
weil ich das Gefühl habe, der ist so in und da ist so ein Hype drum und da sind so viele Menschen unterwegs. Ja, ja. Ich habe mir bewusst immer Wege gesucht, die nicht so bekannt sind, die nur ganz neu sind oder die ein bisschen versteckter sind. Also ja. Wenn man in Irland an der Küste entlang geht, rund um den Mount Brandon, das ist dort der heilige Berg, da trifft man wirklich, also ich war in einer Gruppe unterwegs, aber man trifft da wirklich keine Menschenseele. Mhm. Und da bist wirklich mit der Natur und mit dir und halt mit den Menschen, mit denen du dir ausgesucht hast, dass du unterwegs bist, alleine. Pilgern kann man ja auf jedem Weg. Mhm. Es gibt die klassischen Pilgerwege, aber es geht ja mehr um die innere Haltung, um das Anliegen, warum man geht und nicht, dass der das Etikett hat, Pilgerweg. Ja, ums Reinigen. Also man geht wo weg und man kommt an und man kommt verwandelt, gewandelt, gereinigt im Idealfall. Ja. Genau, es setzt sich was in Bewegung. An. Also nicht nur der Körper setzt sich in Bewegung oder die Füße, sondern auch, der Geist. Auch das Innere, die Seele, der Geist. Und das hat der Christoph auch, was gleich mal, das hast du auch so. Ich denke die ganze Zeit mit, welche Krisen ich gehabt habe und welche Reinigung, dass ich erfahren habe. Also ich bin immer, aber das habe ich während der ganzen, ich habe jetzt fast 230 Mal das Kabarettprogramm gespielt mit Assisi Rom und da geht es ums Pilgern und da habe ich, hab am Anfang nur einen Bildervortrag gemacht. Und dann haben da Damen im Publikum zu mir am Anfang gesagt, an einer Stelle, wo wir 35 Kilometer gegangen sind und ich schon Blasen gehabt habe und Muskelfaserriss gehabt habe und einen Sonnen- und Hitzestich gehabt habe, weil wir haben ja 25 Kilo am ersten Mal mitgehabt und Socken die falschen. Also alles, was du halt falsch machen kannst, habe ich alles gemacht. Und dann hat eine Dame in der dritten oder vierten Reihe gesagt, ja Christoph, siehst du, und jetzt seid ihr pilgert. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ist das arg, das Pilgern. Das ist ja, wo sind die Peitschen und so Zeug? Ja, und schlussendlich bin ich zu mir gefunden. Verändert hat sich tatsächlich mein Leben insofern, ich habe keine Krise mit dem Beruf, mit dem Privatleben oder sonst irgendwas gehabt. Aber verändert hat sich, dass ich auf die Bühnen mehr gekommen bin, durch das, dass ich über das Pilgern jetzt, ich bin Religionslehrer, dass ich über das Pilgern einfach rausgehen kann und sagen kann, das ist nichts mit Auspeitschen. Und man muss auch nicht zwangsläufig, keine Ahnung, 70 Kilometer oder 30 Kilometer gehen zu Fuß, sondern man kann mit dem Radl fahren, man kann, wenn man nicht mehr körperlich so fit ist, mit dem Bus fahren, wenn eine Pilgerreise sich andocken, die über die katholische Aktion oder sonst irgendwo beworben wird. Oder man macht es mit dem Bus, mit dem Zug, einfach so ein bisschen eröffnen, dass man offen ist für was Neues und das, was nicht zwangsläufig außen ist, sondern auch innen sein kann. Und das ist mehr oder weniger die Message ein bisschen, auf die er mitgeben möchte, dass jeder, der irgendwie pilgern tut und für ihn das so definiert, Recht hat. Richtig. Und das kann ich nur bestätigen, also dass jeder seine Geschwindigkeit, sein Weg, seine Grenzen, aus dem Beruf quasi, dass Leute mit dem Rollstuhl pilgern und weite Wege zurücklegen und irgendwo Steckdosen brauchen, damit sie es wieder aufladen. Also es gibt, es ist gut auf den Punkt gebracht. Und es geht ja gar nicht um die Länge der Strecke oder um die Dauer der Tage. Das ist ja die Idee hinter unserem Frauenpilgertag, dass wir gesagt haben, ein Tag und man lernt das einmal kennen, was Pilgern ist. Und man merkt, Pilgern, das hat so was Anziehendes. Also das bringt wirklich Menschen in Bewegung. Wir waren jetzt im vergangenen Herbst zum dritten Mal österreichweit unterwegs beim Frauenpilgertag auf 92 Routen mit fast 4000 Frauen. Und da merkt man, da gibt es eine Sehnsucht danach, das kennenzulernen. Und wenn ich nur mal einen Tag gehe oder halt vielleicht eine Woche, wie du gesagt hast, die du Zeit hast, dann kann ich mal schnuppern sozusagen, wie das ist. Und wenn mir der eine Tag Spaß macht und ich merke, das geht auch körperlich und konditionell gut, kann ich natürlich mich länger auf den Weg machen. Aber so lernt man das einmal kennen. Und auch diese besondere Form der Gemeinschaft. Also wir gehen ja in Gruppen. Alleine finde ich es auch spannend. Das habe ich selber noch nie gemacht. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. In der Gruppe muss man eher schauen, dass man auch ein gemeinsames Tempo findet, dass man sich nicht verliert. Vielleicht tauschen wir mal. Also ich bin auch noch nie in der Gruppe gegangen. Wobei ich schon finde, dass es ein bisschen wehtun muss. Also mir hat das schon gut getan, dieses Überwinden. Weil die erste Woche dieser Rucksack, das hat ja alles wund geschaut. Ja, das denke ich. Die Füße tun weh. Ja. Und in der ersten Woche habe ich mir gedacht, was tue ich hier eigentlich? Bin ich noch zu retten? Und war eigentlich schon fast wieder auf dem Heimweg. Und dass ich mich da habe überwunden und auch gesagt habe, nein, ich will ja hier was rausfinden. Ich muss jetzt ja, ich bin ja vielleicht auch ein bisschen Erläuterung oder ich weiß es nicht was. Aber ich möchte jetzt auch mich überwinden und das tun. Es ist ja kein Wellnessurlaub. Bei mir ist es immer so, dass der Rucksack am Anfang immer schwer ist. Also immer. Man ist es einfach nicht gewöhnt. Es tut einfach, das tut einfach weh. Ja. Und immer, wenn ich ankomme, ist er leichter.
Immer. Also er ist immer, dass man lernt. Also am Schluss hat er mir sogar gefehlt. Ja. Nach 5 Wochen gehen, ja, das ist sowieso, hab ich dann das Gefühl gehabt, mir fehlt was. Ja, voll. Ich bin mir noch das ist wie ein Körperteil, ist das dann schon. Man hat, ja, man hat ja auch den mentalen Rucksack mit, genau, was erklärt haben. Jeder hat Lebensfragen. Genau. Da würde ich gerne ein bisschen was dazu sagen, weil es machen sich viele Menschen Druck, dass sie jetzt auf dem Weg alle Fragen beantwortet kriegen. Alles, was sie jetzt bewegt und was ich gehe jetzt eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen und alles ist erledigt und alle Fragen sind beantwortet. Das darf man sich zugestehen, dass nicht alle Fragen beantwortet werden. Einige lösen sich am Weg, einige lösen sich dann zu Hause im Nachhinein, aber es gibt die eine oder andere Frage, die offen bleibt. Und da, glaube ich, darf man sich nicht so unter Druck setzen, zu sagen, und manche muss das jetzt neu auf, oder? Genau, genau. Und genau das ist das Thema. Also nicht unter Druck setzen bei dem Weg. Und in der ersten Woche hast du sowieso damit zu tun, dass der Körper in den Flow kommt, damit er mit den Dingen, die neu für ihn sind, meistens beim ersten Mal überhaupt zurechtkommt. Da ist überhaupt keine Rede von Antworten. Aber ist es dann auch tatsächlich gefährlich? Also kann ich habe es nie als gefährlich empfunden. Ich war auch ganz allein unterwegs. Aber ich habe mir da auch nie Gedanken gemacht. Also ich bin jetzt auch so ein Mensch, der wenig über das nachdenkt. Also grundsätzlich jemand, der wenig Angst hat. Und ich wäre jetzt vielleicht nicht nachts gegangen oder wir hätten mich nicht im Wald irgendwie. Das habe ich nicht ausprobiert, aber ich habe nie Angst gehabt. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich werde geführt. Also es war dann auch teilweise so Begebenheiten, da war hinter mir niemand, vor mir niemand, man läuft. Und man ist so in Gedanken und man verabsäumt die Abzweigung. Und ich bin dann so weitergelaufen. Plötzlich war jemand hinter mir und sagt, ey, und ruft mich, du musst hier abbiegen. Ja. Und ich denke, wo kommt denn der jetzt her? und dann magisch. Also da war immer irgendwie jemand da. Ich habe immer Herberge gefunden. Also vielleicht, wenn man sich da ein bisschen reinlässt in das und sich denkt, ich werde schon geführt. Genau, ohne Angst und auch nicht vielleicht zu viel zu erwarten, sondern einfach laufen lassen. Richtig. Ne? Wenn also, man es schafft. Wenn man das kann. Gell? Jetzt bitte David, der Esel. Also das war eigentlich nicht so wie mit meiner Schwester, aber mit meiner Schwester oder mit dem Hund, der den Namen von meiner Schwester hat. Aber es war trotzdem, es war Sonntag, es war eine ganz kleine Ortschaft in Kroatien, auf Krk. Ich bin da den Camino Krk rund um die Insel gegangen im November. Ist noch nicht, also im November auf jeden Fall. Und was du gesagt hast, außerhalb der Saison und keine Zimmer, alles mehr oder weniger dicht. Und ich hab dann relativ bald den Tag begonnen. Es war meine letzte Etappe zurück nach Krk. Und ich habe das wahnsinnig genossen, um 7 in der Früh am Sonntag in einer schwerkatholischen Insel nur das Kirchenglockenläuten hören und sonst niemanden sehen. Und durch das ist die Ortschaft hat die engste Gasse der Welt. Also da ist überhaupt alles ganz eng und verwinkelt und alle Läden dicht und wirklich, wirklich schön zum da durchmarschieren. Ich habe dann ein bisschen Zeit verloren fürs Fotografieren und Bilder machen. Und bin dann die Anhöhe hinauf, aus der Stadt raus. Und dann geht plötzlich ein Esel auf der anderen Straßenseite vor mir, irgendwie so den Weg, wo ich gehen muss. Und ich habe gesehen, da baumelt eine Leine, die angerissen war. Und die linke Vorderpfote und die linke Fuß, die waren miteinander mit einer Kette verbunden. Also der hat immer so gemessen, gegenläufig ein bisschen. Das ist er. Und du machst total schöne Foto. Und sehr schön, ja. Danke. Das ist wahrscheinlich auch was, irgendwas mit Fotografieren. Du schreibst wahrscheinlich total lustige Kabarett, muss man mal anschauen. Und man wird offen für Dinge, so wie du auch sagst. Auf jeden Fall biegt er dann rechts ab in eine Einfahrt rein, wo ich gehört habe, da kläffen 2 Hunde und die waren dermaßen laut und aggressiv. Genau das, vor dem ich mich massiv fürchte, dass so ein Hund irgendwie aussieht aus dem Zaun. Und war dann doch neugierig und bin um die Ecken und dann sehe ich, wie dieser Esel vor die 2 Hunde steht und sie anbellen lässt. Also entweder ist er lebensmüde, der wartet darauf, bis die da aussehen, hupfen. Oder er will die Hunde überreden, geht's mit bis nach Bremen oder so. Also, aber irgendwann einmal ist er umgedreht und geht dann mit mir, ist einen Kilometer mit mir gegangen. Also der ist nicht von meiner Seite gewichen. Und dann habe ich
mir Spaß überlegt, soll ich mich auf sitzen, auf einmal wieder zurück in die Stadt, wenn ich mit dem Sonntag. Ich bin am Sonntag bin ich. Ja. Ich glaube, das hätte er entschieden. Das hättest ja, du entschieden, die Richtung, das hätte bei Esel genau, glaube ich auch. Ja, glaub ich auch. Ja. Ja, ich habe dann ein bisschen geredet mit ihm und dann ist jemand gekommen und hat irgendwie mir deutet, dass. Und die Schnur hast du nicht durch. Ich habe wirklich versucht, das Gewinde zu lösen mit von den Metallfesseln. Aber das war eingerostet und so weiter. Dann überlegt, was habe ich zum Essen mit? Ich esse dann, wenn ich relativ weit gehe, relativ wenig. Ich hätte ihm nicht einmal was anbieten können, keine irgendwas anbieten können. Aber war schön, dass wieder mal Viech ein bisschen mit mir geredet hat. Habt ihr beim Pilgern manchmal auch ans Aufgeben gedacht? Mhm. Ja, immer wieder. Also das, was du gesagt hast mit dem Gewicht, wirklich. Also nach dem zweiten Tag, ich habe extra eine Festplatte, die 2 Kilo schwer war, eine Powerbank, die 2 Kilo schwer war oder so, gefühlt. ein Trinkgefäß aus Metall mit 2 Liter, damit da ja auch viel Wasser reinpasst und kalt bleibt. Lauter klumpert. Nach dem zweiten Tag habe ich das in den Sack gepackt und beim Bread and Breakfast gebeten, bitte, ich hole mir das irgendwann wieder an. Also man erleichtert sich dann auch von Dingen, wo man glaubt, gewarnt. Wir waren zwar nur eine Woche unterwegs, aber wir haben 2 Kilo Pferdebalsam mitgehabt. Ja. Zum Beispiel. Wir haben nicht gewusst, wie man noch einschmieren sollte. Aber keine Sonnencreme, ne? Nein, wofür? Naja, du hast den Sonnenstich gehabt. Ja, ein bisschen, aber wir waren ja Skifahren vorher. Jetzt haben wir nicht geglaubt, dass es wirklich schön Wetter ist in Italien. Aber ich habe das mit dem Aufhören eher bei großer Hitze. Ja, das Wetter, das spielt schon mit. Also, und das kannst du in Österreich haben, also auf dem Mariazeller Pilgerweg von Weidhofen an der Ips bis Ipsitz, da der Straße entlang. Und an dem Tag war das der Hitzepol Österreichs mit 37 Grad und in der Mittagszeit. Und da habe ich wirklich geglaubt, dass ich gehe keinen Schritt mehr freiwillig weiter. Bei mir war es eher umgekehrt. Ich habe in Spanien Schnee gehabt, wo ich zu Fuß gegangen bin. Und 4 Wochen Regen, wo ich mit dem Rad gefahren bin. Also ganz Frankreich war verregnet und ich auch natürlich. Ich habe hin und wieder im Zelt geschlafen. Wahnsinn. Ja, das war schon. Gell? Das ist ein sehr trauriges Foto. Entschuldige, gut, das ist so. Ja. Also das war in Spanien. Wahnsinn. Ja, April in Spanien, so kann es ausschauen. Mhm. Genau. Okay. Und wenn man den Jakobsweg geht, dann kriegt man diese Muscheln, ne? Am Ende dann. Na, am Anfang. Ja, nimmt man schon mit. Am Anfang, also ich habe sie an den Pyrenäen, auf der französischen Seite. Ist das so ein Büro, da kriegt man dann den Pass, den man dann überall abstempelt und die Muschel und die hängt man sich dann an den Rucksack. Die kriegt man kostenlos? Ich glaube, das war damals kostenlos. Und dann wird man von allen als Pilger erkannt und die Leute rufen einem dann auch Bon Camino zu und man kennt sich gegenseitig und die hängt dann am Rucksack. Okay. Dass man und wenn man dann angekommen ist, kriegt man auch wieder einen Stempel oder was? In Santiago, bei jeder Herberge. Das ist quasi der Nachweis und so kriegt man die Compostela. Aber da gibt es, weil das mein Pilgerpass ist, den erkenne ich wegen dem Stempel, da gibt es eine nette Geschichte dazu. Eben, ich komme zu einer Herberge, wo niemand war, aber alles besetzt war. Und musste einen Ort weitergehen, 36 Grad, schon knapp 30 Kilometer. Da habe ich gedacht, nutzt dir nichts und komm in den nächsten Ort. Und da war eben diese private Herberge und dieser Herbergpapa, der hat das mit diesem Wachs gemacht. So, alle anderen, die den nächsten Tag gekommen sind, die in einer anderen Herberge waren, haben mich gefragt, wie es mir geht und ob ich einen Stempel habe. Da war ich der Einzige. Ich habe mit Siegel. Und dass man nachher die Idee auch bei meinen Büchern, wenn ich die hergebe, ich mache das jetzt auch mit Siegel. Schön, das habe ich abgeschaut. Schöne Geste. Das war so super schön. No, und es gibt auch diesen Stock, diesen Gehstock mit dem Pilgerstab. Genau. Pilgerstab. Den haben wir für unsere Gruppen gesagt, die Gruppe soll ja sichtbar sein als Gruppe. Und der Pilgerstab, den gibt es ja schon, also seit es Pilgern gibt, gibt es einen Pilgerstab, ursprünglich so gedacht, als Stütze, aber auch zur Sicherheit oder gibt halt. Und bei uns geht jede Gruppe mit einem Pilgerstab und der ist geschmückt mit Blumen und Kräutern, die halt gerade Saison haben, auch mit bunten Bändern. Und es gibt so die Regel, also es geht immer der Pilgerstab voran, wenn es klar da in diese Richtung geht man. Den tragt nicht nur die Wegbegleiterin, der kann schon wechseln, können schon verschiedene Frauen tragen, aber der geht immer voraus. Und das ist so das Zeichen, gerade wenn man stehen bleibt oder wenn man dann weitergeht. Bei uns sind teilweise sehr große Gruppen, also die
die größte Gruppe, die im Oktober unterwegs war, das waren 153 Frauen. Und da braucht man dann schon ein Zeichen, an dem man sich auch orientieren kann. Betet ihr, wenn ihr geht? Ja, der Frauenpilgertag läuft so ab, dass man erstens einmal bewusst aufbricht. Also dieser Pilgerstab mit den Kräuterbuschen wird gesegnet zu Beginn, also mit Weihwasser und einem Gebet. Und wir haben dann immer so Stationen, wo das jetzt so ausgeschaut hat, genau, Impulse, ja. Einfach auch Anstöße zum Nachdenken, genau. Wir gehen ja immer ein Stück im Schweigen. Also gerade in der Gruppe ist ja die Gefahr, gerade unter Frauen, das kennt man, da wird sehr gerne und sehr viel geredet. Noch nicht nur die Frauen. Nein, also das muss ich auch widersprechen. Ja. Also gerade. Ich glaube das sofort. Und das Pilgern öffnet, ja. Aber es ist, genau, es entstehen beim Pilgern wirklich auch gute Gespräche und sehr tiefgehende Gespräche, ja. Aber wir haben so die Idee oder das Prinzip, dass man auch bewusst ein Stück im Schweigen geht. Und das ist total spannend, wenn Menschen, die noch nie Pilgern waren und das nicht kennen und die vorher sagen, ja, wieso schweigen, die erleben das als extrem positiv, mal wirklich bewusst eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde in Stille zu gehen, nicht zu reden, sondern einfach nur aufmerksam zu sein auf das, was da ist. Also wenn man zusammenfassen möchte und jetzt quasi nach dieser Stunde eurer Lebenspilgergeschichten zuzuhören, ist eigentlich das Wichtigste, dass man wenig mitnimmt. Absolut. Also ungewaschene Socken und wirklich das Notwendigste. Also da hat man, weil wenn man jetzt unbedingt was bräuchte, dann könnte man es theoretisch eh irgendwo besorgen, kaufen, weil man ist ja nicht ganz in der Wüste unterwegs. Wird es demnächst was geben bei euch? Pilgert der eine oder der andere demnächst? Ich werde wieder den Benediktweg in Oberösterreich gehen, gemeinsam mit meiner Mutter. Ich glaube, er geht sogar von Kärnten eigentlich weg, aber der oberösterreichische Benediktweg geht von Spital am Pyhrn nach Passau. Schön. Gut, man kann sich aber auch informieren im Internet über die 3500 Pilgerwege in Österreich. Unglaublich. Wenn Sie jetzt das Wanderfieber gepackt hat, dann müssen Sie nicht gleich eben in die Ferne schweifen. Hier in Österreich gibt es großartige Pilgerwege und ich bedanke mich bei euch für euer Kommen. Machen Sie es gut. Wollen auch Sie mir Ihre ganz persönliche Geschichte erzählen? Dann rufen Sie uns doch an. Meine Redaktion ist immer für Sie da.